Hallo ihr Lieben, ich bin die Kim und ich zeige euch heute mal meinen Januar und was ich für den Februar schon so vorbereitet habe in meinem Bullet Journal. Ich habe Anfang des Monats auch ein Januar-Setup gefilmt, das könnt ihr euch auch gern anschauen, wenn ihr noch mal ein bisschen mehr sehen wollt. Das erste ist natürlich mein Januar an sich. Wie ihr seht, hat sich hier nichts verändert oder nicht viel von meinem Setup. Es sind keine wirklichen Termine dazu gekommen, auch keine To-Dos. Hier in meinem Tracker habe ich leider auch nicht viel gemacht, da ich 3 Wochen krank war und vieles dann einfach ein bisschen gelitten hat. Auch hier auf meiner zweiten monatlichen Seite ist nicht so viel passiert. Das Gratitude Log habe ich ziemlich schnell aufgegeben. Auch das Spread mit dem Filmen hat für mich nicht so funktioniert. Und ja, hier sind die Bücher, die ich lesen wollte. Hierzu habe ich erst die Woche ein Video hochgeladen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch das gerne anschauen. Und ich habe jetzt einfach auch in meinem Traveler's Notebook ein Video und ein Book Insert und deswegen schreibe ich hier nicht mehr so viel rein. Werde ich auch noch ein Flip-Through drüber filmen, wenn euch das interessiert. Die erste Woche in meinem Bullet Journal habt ihr ja schon gesehen, als ich das Setup gefilmt habe. Deswegen sage ich da jetzt auch nicht mehr viel dazu, außer dass mir das eigentlich gut gefallen hat und ich das so oder so ähnlich eigentlich den ganzen Januar durchgeführt habe und auch jetzt im Februar weitermache. So, das ist immer noch die erste Woche. Hier habe ich mal für 2 Tage so teilweise angefangen, so einen Time-Tracker zu machen, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Das ist meine zweite Woche. Eigentlich genauso wie die erste, die gefällt mir aber wesentlich besser. Hier habe ich einfach mal meine Woche und hier habe ich dann schon einen Instagram-Tracker sozusagen hinzugefügt, also was ich hochlade an welchem Tag und auch ein Mealplan, also ein Essensplan. Ich schreibe mir nicht auf, was ich esse, also wenn ich es esse oder wenn ich es gegessen habe, sondern ich benutze es eigentlich zum Vorausplanen. Und vielleicht werdet ihr das manchmal sehen, hier fängt es erst ab Donnerstag an, weil ich gehe normalerweise donnerstags einkaufen und dann plane ich halt quasi von Donnerstag bis Donnerstag, also nicht von Montag bis Sonntag, sondern mein Essen plane ich von Donnerstag bis Donnerstag ungefähr, weil ich halt so einkaufen gehe. Hier seht ihr schon mal 2 Dailies von dieser Woche. Hier habe ich ein bisschen anderen Header ausprobiert, fand ich jetzt aber nicht so toll. Hier habe ich Ideen für ein Home-Management-Binder oder eine Notfallmappe, was ich gerne machen würde für mein Zuhause, wo alles Wichtige drinsteht. Hier ist nochmal der Rest der Woche. Wie gesagt, ich war krank und habe dann nicht allzu viel gemacht. Hier ist wieder meine dritte Woche, ziemlich genauso wie die letzte. Instagram, Essen und meine Woche. Hier sind meine Dailies aus der Woche. In der nächsten Woche, in der Woche 4, habe ich das erste Mal eine Dutch Door ausprobiert. Und es hat für mich eigentlich relativ gut geklappt. Ich habe quasi hier dasselbe Weekly, das ich sonst auch habe, nur eben zusammengeklappt. Dann habe ich hier meine Woche. Und hier mein Instagram und mein Essen. Das erkläre ich euch nachher in einem anderen Spread, wo es ein bisschen besser aussieht, nochmal. Und dann kann ich das hier so zusammenklappen und habe hier meine Dailies und habe immer noch trotzdem so im Blick, was ich hier alles machen muss. Dann fängt hier auch schon mein Februar an. Wie ihr hier seht, bin ich nicht so der Held, was Handschrift angeht oder so schöne Header oder sowas machen. Deswegen sieht das jetzt hier nicht so toll aus. Dafür gefällt mir der Rest des Monats eigentlich ganz gut. Schon das letzte Mal einfach meinen Monat. Hier habe ich wieder meinen Tracker. Hat bis jetzt auch relativ gut geklappt, das was hätte klappen sollen. Dann hier meine To-Dos, da habe ich für diesen Monat welche. Dann meine Videos, die ich geplant habe für diesen Monat. Mein TBA, was ich lesen möchte und Bücher, die ich neu dazu bekommen habe diesen Monat. Hier habe ich auch beschlossen, mache ich die Bücher, die wirklich ankommen in dem Monat, nicht die, die ich bestellt habe. So, hier seht ihr die aktuelle Woche, wieder mit meiner Dutch Door und hier meinem Setup. Und hier seht ihr nochmal genau, wie ich das mache. Und zwar plane ich hier einfach, also habe ich hier die Tage, Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Ich mache das immer getrennt, einmal für meinen Mann und einmal für mich, weil wir halt oft mittags auch was anderes essen, weil wir arbeiten gehen. Und hier unten schreibe ich dann einfach mit den Zahlen hin, was es ist. Das ist für mich einfach so am einfachsten, weil hier kann ich mir ein paar Essen überlegen und die dann so eintragen, wie ich sie möchte. Hier ist viel mit Bleistift, weil ich hier schon für die nächste Woche geplant habe, weil ich für die Woche nicht wirklich geplant hatte. Und habe dann halt eben vor Donnerstag schon mal hier geplant für die nächste Woche.
hier mein Instagram, das mache ich so ähnlich. Ich habe hier einfach von Montag bis Samstag die Tage, hier 7 Bilder und dann kann ich die Bilder hier eintragen, je nachdem an welchem Tag ich die hochladen möchte. Ja, hier sind nochmal meine Dailies. Und hier sind wir auch schon bei der aktuellen Woche. Wie ihr seht, oder bei der nächsten Woche, heute ist der Sonntag. Für Montag ist noch nicht viel drin. Hier ist schon mal meine Dutch Door auf der einen Seite, die eine Hälfte der Woche, die andere Hälfte der Woche. Und hier auch mein Essen, was ich schon so geplant habe, und meine Instagram-Bilder. Ich hoffe, mein Setup und das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich super freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst, mir einen Daumen hoch gebt oder mich abonniert. Tschüss!